Ja, also wie gesagt, wir müssen erstmal Dienstag gut über die Bühne bringen. Ich meine, wir haben jetzt einen großen Schritt dahin gemacht und ja, wäre schon geil, wenn wir direkt wieder aufsteigen würden. Das hat auch der Verein sich so ein bisschen erarbeitet und die Mannschaft hat sich's verdient. Deswegen hoffe ich, dass das klappt am Dienstag. Ja, man hat also schon gesehen in der Deutlichkeit, dass der Gegner einfach von den Einzelspielern her besser besetzt war und die individuelle Klasse hat sich dann ganz einfach durchgesetzt. Ich bin nicht enttäuscht, dass wir halt heute 3:0 verloren haben. Ich wusste um die Schwere der Aufgabe. Ich hatte die letzte Woche auch gegen Orbach gesehen und ich weiß, wie stark wirklich Rot-Weiß Darmstadt war und das hat sie eigentlich heute gezeigt. Aber mich hat meine Mannschaft eigentlich positiv überrascht, weil sie halt in Grundzügen und in vielen Elementen gut mitgespielt hat. Die Tore haben wir natürlich auch ein bisschen dummerweise kassiert. Persönliche Leistung ist so, naja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit hätte ich 2 oder 3 Tore alleine machen müssen. Da schreibe ich mir schon ein bisschen was auf die eigene Schulter, dass das nicht so geklappt hat. Aber dann in der zweiten Halbzeit habe ich mich dann zum Glück belohnt, einigermaßen. Und im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, ist für mich jetzt keine 0:3-Schlappe, weil wir uns nicht an dem Gegner Rot-Weiß Darmstadt messen. Wir wussten im Vorfeld schon, dass wir eine Mannschaft haben, mit der wir auf Augenhöhe sind. Das ist der FC Eder Bergland. Und ich denke einfach mal, dass wir dort gute Möglichkeiten haben, auch einen Dreier zu machen. Und ein Dreier könnte vielleicht für uns auch reichen, um aufzusteigen in die Hessenliga. Und meine Jungs, die haben den Kopf nicht nach unten gesteckt. Die erkennen diese Leistung von Rot-Weiß Darmstadt an und wissen, was sie zu leisten vermögen. Und von daher mache ich mir keine Sorgen, ja, für das nächste Spiel.